Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Makedonien, Herbst 355 vor Christus. Die Auseinandersetzungen hier mit Dardanien gehen in aller Härte weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem ganz guten Weg. Mal gucken, ob sich mein Gefühl täuscht oder ob es sich bestätigt. Dennoch, unser größtes Problem meines Erachtens im Moment, die allgemeine Zufriedenheit im Land, die einen Malus erhält von 37% aufgrund unserer geringen Armeegröße. Ich bin mir gar nicht so sicher, woran das jetzt am Ende liegt, weil unsere Armee ist, ich empfinde sie als gar nicht so klein. Wir können uns das mal anschauen. Wir haben 5 Peltasten, 4 Krieger, 2 berittene Krieger. Das ist sogar gewachsen noch durch hier eine Missionseinheit, die wir bekommen haben als Bonus. Aber vermutlich ist die Bevölkerung, das ist jetzt meine These, deutlich stärker gewachsen als unsere Armee. Und damit sind sie wohl unzufrieden. Nun ist die Frage, wie können wir unsere Armee denn weiter ausbauen? Die Möglichkeiten sind da gar nicht so großartig. Nicht alle Städte können alles ausbauen. Metoni zum Beispiel kann nur Siedler ausbauen. Thessaloniki, Boot und Siedler. Das können wir natürlich auch verändern. Ist wieder teuer. Hier nur Siedler und Nomaden. Bringt also nichts. Amphipolis ist zu klein zum Ausbau. Da könnten wir Peltasten bauen. Geht aber nicht. Pella wäre noch da, aber die Hauptstadt, da will ich ehrlich gesagt nicht Armeen bauen, weil das die Bevölkerung reduziert. Und das will ich in der Hauptstadt nicht haben, weil es da halt einen schönen Bonus gibt auf die Bevölkerung, auf Produktion und so weiter. Aigai wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, hier weiter noch Einheiten zu bauen. Edessa würde auch gehen, aber hier sind wir am laufenden Band auch am Heilen. Da brauchen wir die Stadt für. Also machen wir das. Gehen wir nach Aigai und werden hier nochmal Peltasten in Auftrag geben, was uns 7 Gold und 7 Eisen kostet. Wir fangen mal heute mit einem anderen Thema an, und also mit den Städten. Als nächstes würde ich gerne Bragitai reparieren. Ich hoffe, wir können das. Nein, wir können es nicht. Ah, okay, da haben wir das Eisen nicht mehr dafür. 9,5 haben wir, 10 brauchen wir. Ah, immerhin ist dort der Markt jetzt auch fertiggestellt worden. Allerdings wirft er jetzt noch nicht so viel ab, weil die Stadt beschädigt ist. Wird sich noch verbessern. Gut, dann kommen wir zu den Zügen. Hier haben wir diese griechischen Hopliten immer weiter verfolgt, haben aber immer wieder verloren und konnten wirklich nichts Entscheidendes gewinnen. Aus diesem Grund werde ich vermutlich die Armeen zurückziehen und sich hier in Amphipolis ausheilen lassen. Das scheint hier nicht zum Erfolg zu führen. Wir können vielleicht ein bisschen was riskieren und eine Armee einfach dort stehen lassen, um sie so weiter unter Druck zu setzen. Wir sind hier allerdings auf... Na, Grasland ist ja für Peltasten okay. Pass auf, wir machen das tatsächlich. Wir nehmen die Einheit, die besten Verteidigungswert hat. Wobei, das nimmt sich nicht viel. Die könnte im Notfall auch noch angreifen. Ne, nehmen wir mal die, bringen die zurück und werden sie das nächste Mal dann heilen. Und die andere Armee, die will ich hier dann befestigen, um hier gleich mal ein kleines Achtungszeichen zu setzen. Bragitai ist im Übrigen selbst, also die Unzufriedenheit in den Städten ist auch sehr unterschiedlich. In Bragitai ist sie gering. Es gab Revolten, Frontkämpfer, bedeutet vermutlich, dass hier die Grenze zu nah ist. Da könnten wir eigentlich diese Grenze verschieben, aber wir haben keine Einheit in der Nähe, die wir entbehren können für diese Aufgabe. Hier, weil es hier nicht ganz so entscheidend ist, machen wir weiter Selbstheilung, auch wenn das nur sehr langsam vorangeht. Die Armee ist neu dabei, die ziehen wir, hier ist wieder die Versorgung nicht gut, hier wäre sie tatsächlich besser, wer hätte das gedacht? Na gut, dann bringen wir sie tatsächlich auf den Weg, dann haben wir dort wieder Versorgung. Okay, hier ist meine Hoffnung, dass wir diese Kavallerie jetzt erledigen können, wenn wir mit unseren Peltasten nochmal angreifen und wir sie wirklich vernichten können. Jawohl, hervorragend. Das Feld nehmen wir immer noch nicht ein, weil dort noch der Tempel ist. Wir selbst haben wieder relativ hohe Verluste gehabt, 212. Aber immerhin eine weitere gegnerische Einheit vernichtet und das ist gut. Denke ich mal. Diese Kavallerie, die muss dringend zurückgezogen werden. Ich würde sie sogar nach Edessa ziehen, damit sie dort wieder repariert werden kann. Die war, ja, der Vorstoß war schon gut das letzte Mal, aber
Sie muss wieder zurück. Hier haben wir ebenfalls noch eine angeschlagene Kavallerie. Die würde ich dann tatsächlich im Inneren heilen lassen. Ja, ihr seht, ich meine, das kostet jetzt auch wieder Bevölkerung. Änderung der allgemeinen Moral plus 28% dieser Einheit. Okay, sie liegt bei 71, dann ist sie fast auf 100. Jetzt ist es mal interessant zu beobachten, ob. Nee, dieser Wert. Wir werden ihn in der nächsten Runde mal anschauen. Wir haben jetzt eine reduzierte Bevölkerung, weil wir hier eine Armee in Auftrag gegeben haben und hier Heilung gemacht haben. Mal schauen, wie sich das dann wiederum auswirkt. Wir haben allerdings hier einen intakten frischen Krieger. Weiß gar nicht, oder ob er neu gebaut. Angriff, Verteidigung. Nee, der ist nicht neu. Den werden wir nach Lankestis erstmal bringen. Und hier haben wir auch einen frischen, nämlich Alkandros her. Und das würde ich gerne dafür nutzen, um hier Druck auf Alkomenai aufzubauen, indem wir hier direkt nochmal angreifen. Aber können wir nicht. Ah, okay, unser Zug ist zu Ende. Wir könnten natürlich mit diesen Armeen es versuchen. Ja, lasst uns mal schauen. 2,7 ist ganz okay im Angriff. Wir rücken mal hier vor und könnten dann angreifen. Ratschlag des Generals ist nicht verfügbar. Wir haben dort einen schlechten Angriffsbonus. Ich bin mir nicht sicher, ob dort noch eine Einheit steht des Gegners, aber wir versuchen es einfach. Ja, tatsächlich. In der Hoffnung, dass wir die Ent. Ja, hervorragend. Okay, die nächste gegnerische Einheit erledigt. Natürlich wieder unter hohen Verlusten, aber. Das ist schon wichtig, dass uns das gelingt. Gut, dann bleibt die hier stehen und ihr. Ihr seid sehr angeschlagen. Ihr könntet euch zurückziehen. Wir könnten auch einfach zur Goldmine oder auch zurück zur Stadt. Vielleicht ist das sogar der bessere Ort. Machen wir das mal. Gehen wir dort zurück. Gut, hier haben wir eine gute Einheit, die verteidigen wird. Das ist erstmal bestens. So, da haben wir zwei gegnerische Einheiten hier erledigt und stehen ganz gut mit zwei Kriegern hier und können Alkomenai das nächste Mal weiter bedrängen. Gefällt mir insgesamt ganz gut. Im Übrigen, wir hatten ja das letzte Mal erleben müssen, dass eine unserer Handelsrouten von den Athenern geplündert ist. Das kann man auch immer sehr schön nachvollziehen. Wir sehen hier unsere Handels. Es geht um die Handelsroute nach, ich glaube, Euböa. Die geht von Metoni los, wir sehen es hier. Und dieses Boot oder das. Nee, das ist Chalkidien, ne? Ne, genau. Dieses Athener Boot, das steht hier auf der Route und hat diese geplündert und hat unsere Einnahmen dadurch reduziert. Hier unten haben wir unseren Helden, der auch immer noch nicht den Schatz gefunden hat. Wie ist eigentlich seine Erfahrung jetzt? Sie liegt bei 10. Naja, wir bringen ihn mal wieder ins Boot und die nächste Insel, die er besuchen wird, ist diese hier. Aber das zieht sich alles noch ein bisschen, das kennen wir schon. Diplomatisch gibt es, glaube ich, im Moment nichts weiter zu tun. Die Haltung mit dem Thessalischen Bund ist immer herzlicher. Aber. Ich kann erneut keinen Ver Doch, ich kann einen Verteidigungspakt jetzt vorschlagen. Alles klar. Versuchen wir es mal. Vielleicht steigen sie auch noch mit ein. Dann hätten wir jetzt richtige Sicherheit im Süden. Das wäre gut. Eine Sache bin ich am Überlegen, ob wir es uns inzwischen leisten können, einen Tempel zu bauen. Kostet 10 Stein und 10 Gold. Aber Gold ist wirklich knapp bei uns. Je mehr Einheiten wir haben, umso höher ist natürlich auch der Unterhalt. Wir sehen jetzt schon, dass wir 3,6 bezahlen für unsere Krieger. Nur noch einen Gesamtzuwachs aus eigener Kraft von 1,6 haben. Kann sich in der nächsten Runde wieder verbessern, weil die Mine repariert war. Ich will mal mit dem Gold noch etwas sparsamer sein. Deswegen gibt es jetzt erstmal nichts zu tun, außer die Runde zu beenden. Gerade wenn wir an eine neue Stadtgründung denken, auch dafür brauchen wir Gold, nämlich 10 Gold ebenso. Das wäre wirklich mal eines der nächsten Schritte, dass wir das investieren.
Ich habe übrigens erfahren, die Tatsache, dass hier unten der kleine Rahmen weg ist, das ist im Prinzip ein Bug, der mit dem letzten Patch aus Versehen dazugekommen ist. Der Entwickler hat mir schon gesagt, dass sie das auf jeden Fall anpassen werden und wieder reinbringen werden. Chalkidike gewinnt dort eine Seeschlacht. Und sie nehmen... Ah ja, sie bringen dort Nachschub an diese umkämpfte Grenze. Ich bin mir gar nicht sicher, warum wir dort etwas sehen im Übrigen. Offenbar haben wir dort irgendwelche diplomatischen Verträge. Athen ist mit dem Boot in Tassos, also macht aber ansonsten nichts weiter. Das ist schon mal gut. Ah, Korinth ist es, glaube ich. Und dieser General ist ja sehr, sehr mutig. Den könnten wir im Zweifel auch mal angreifen. Thessalien Perei erobert oder greift eine Kohlemine an. Jetzt wird diese frisch angelandete Einheit dort angegriffen. Die kennen aber auch nichts. Gehen jedes Risiko dort ein. Okay, also hier kommt es zu keinem Defensivbündnis. Wollen wir den Frieden mit... Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen heikel, ehrlich gesagt. Also die... das ist jetzt eine ganz schwierige Entscheidung. Frieden brechen heißt Krieg erklären. Was haben die denn gegen Korinth? Das ist unschön. Korinth selbst ist auch mit Athen im Krieg. Verbündet mit Korkyra. Und Chalkidike hat da offenbar ein Problem mit. Chalkidike ist für uns aber viel, viel wichtiger als Korinth. Aber ach, das ist jetzt schwierig. Können wir es wagen, Chalkidike zu verärgern? Schaut mal, die Beziehungen sind runtergegangen, obwohl wir einen Verteidigungspakt haben. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung, Leute. Korinth ist weit weg. Ich habe nur Angst, dass das irgendeine Kaskade von diplomatischen Problemen nach sich zieht, weil natürlich Verbündete dort in der Nähe sind. Aber ich glaube, ich will unsere Südgrenze unbedingt schützen. Ich will unbedingt weiterhin gutes Verhältnis mit Chalkidike. Insofern sage ich jetzt mal ja. Friedensabkommen wurde aufgekündigt. So, höflich. Unruhen durch Einflussnahme verursacht. Ja, dort... Diese Städte, wir haben ja immer diese Events bekommen bezüglich der Städte. Ich meinte, wir haben selbst aktiv gar nicht Einfluss genommen. Das scheint irgendwie automatisch passiert zu sein. Insofern umso besser, dass wir jetzt hier nicht noch etwas Negatives hinzufügen. Sieht im Moment schwierig aus, diplomatisch dort. Okay, wir bekommen keine Waren mehr von Argolis. Wir bekommen kein Eisen mehr. Das ist schade. Wenn sie das nicht erfüllen, wir werden nicht umsonst Einfluss dorthin schicken. Dann kündigen wir das auf. Ja, okay. Karawanen wurden angegriffen. Das kann sein, dass das auch der Grund ist für diese Aktion. Irgendwo hungern schon wieder. Wo das denn? Eine unserer Armeen hat keine Moral. Das ist natürlich schlecht. So, wir sind jetzt hier unten schon bei unserem Helden. Ja, dann fahren wir doch auch gleich mal in die Richtung der Insel. Auslanden können wir, glaube ich, in dieser Runde noch nicht. Okay, zurück zu unserem Gebiet, zurück zu den Ereignissen, die ich mir jetzt nochmal in Gänze angucke.
Ja, wir haben Korinth jetzt den Krieg erklärt. Es ist tatsächlich passiert. Ich schaue mal, ob das andere Probleme nach sich gezogen hat, wie ich befürchtet habe. Also Korinth mit uns im Krieg. Hier ist die Haltung sehr gut. Hier auch noch. Chalkidike haben wir zumindest nicht verärgert. Naja, das Wichtigste steht. Diese drei guten Beziehungen, die wollen wir unbedingt erhalten. So, dieses Heer. Okay, das. Wir werden zu schlecht versorgt hier. Und sie haben einen neuen Krieger dort. Das bedeutet, wir können eigentlich dort nicht stehen bleiben, sondern müssen irgendwie vermutlich auf gesamter Front vorrücken, um die Versorgung zu verbessern. So auf jeden Fall ist die Versorgung schlecht. Naja. So, Bargitay immer noch beschädigt. Das müssen wir jetzt definitiv mal ändern in dieser Runde. Ich hoffe, wir haben die Mittel dazu. Aber auch hier gucken wir denn erstmal. Der Gegner hat sich auch verschanzt. Wir schauen uns jetzt gegenseitig zu, wie die Palisaden gebaut werden. Wir nutzen aber die Zeit hier, um diese Einheit, ich denke, tatsächlich auch komplett zu heilen. Im Inneren heilen. Wobei, da fehlt uns dann wieder das Eisen für die Reparatur von Bragitai. Das ist auch ungünstig. Mann, 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 Eisen ist im Moment Mangelware. Wir sind übrigens auch schon so groß, dass wir Korruption haben. 5,1 eigenen Zuwachs haben wir. Im Moment auch kein Handel mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, aber dennoch, die Reparatur in Bragitai scheint mir wichtiger zu sein. Wir müssen das jetzt tun. 9 Eisen geben wir dafür aus. Das heißt, die andere Sache können wir nicht tun. Der Siedler ist allerdings jetzt hier fertig. Den werden wir mal nutzen und werden von hier aus eine Straße zur Eisenmine bauen. Wobei, warte mal, die ist ja auch schon wieder nicht. Dann bringt es auch nichts, glaube ich, wenn man sie anschließt, oder? Ja, durch Land verbunden. Doch, Amphipolis ist in Reichweite. Dann bringt es doch was. Dann nehmen wir den Siedler und er soll dann mal hierhin marschieren und dann bauen wir die Straße zur Eisenmine. Das bringt uns dann noch einen kleinen Produktionsbonus. Das heißt aber, wir können hier nicht wirklich heilen. Wir machen Selbstheilung, immerhin etwas. Dann kommen wir zu der Truppe, die auch selbst geheilt wird. Okay. Wir wollen hier den Umweg über die Straße gehen. Beziehungsweise so geht es natürlich auch. Auch da müsste die Versorgung stehen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir können im Moment keine Reparatur in Auftrag geben. Beziehungsweise hier wird eh schon repariert. Das heißt, hier werden wir auch Selbstheilung erstmal machen. Und dann ist die Frage, wie geht's euch? 0,8 und 2,1. Keine gute Angriffskraft mehr. Das sieht mir danach aus, als ob wir definitiv nach Lynkestis mit dieser Einheit müssen. So, und die müssen wir wegziehen. Nur 52% Nachschub auf dem Feld. Ich denke, der Besitz der umgebenden Felder hat schon einen Einfluss darauf. Das heißt, wir werden hier jetzt mal Alexias hernehmen und damit mal vorrücken. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn wir diesen General angreifen. Ja, eigentlich kann der sich nicht verteidigen. Aber der Nachschub dort ist natürlich auch wieder erbärmlich. Aber dennoch, ich glaube, es lohnt sich, einen General anzugreifen. Auch das bedeutet sicher eine Schwächung des Gegners. Wir kriegen aber ihn nicht erledigt, sondern er flieht. 14 Verluste, 28 auf der anderen Seite. Oh, 30 Soldaten hat der General nur bei sich. Zwei davon haben überlebt. Es ist sehr verlockend, da jetzt hinterher zu gehen. Hier haben wir noch eine Eisenmine. Auch das ist verlockend. Ich hätte vielleicht erstmal dieses Feld erobern sollen. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Versorgung? Hier scheint die Versorgung zu stimmen. Nur dort ist sie nicht gut. Da ist sie bei 83, 82. Nee, wir müssen zurück. Okay, wie machen wir das? Wir
Ja, eine dieser Armeen ist bei voller Stärke. Die können wir dann, glaube ich, hier raufbringen. Oder wir greifen die Kohlemine an. Wobei unklar ist, wie dann die Versorgung dort ist. Ich mach's trotzdem. Das ist gar keine Kohlemine, das ist eine Eisenmine, oder? Fällt mir gerade mal so auf. Und das ist ja wiederum nochmal ein Argument, das vielleicht sogar zu tun, um ein bisschen Eisen für uns zu erobern. Machen wir dann mal. Auch das ist eine Schwächung des Gegners, der ohne Eisen ja eigentlich Probleme ebenso bekommen müsste. Das ist gut. Wir haben durch diesen Angriff nicht nur 18,6 Eisen erbeutet, das ist ja eine richtige Menge, sondern auch einen Angriffsperk bekommen. Und der ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das hat sich meines Erachtens gelohnt, auch wenn wir hier wieder Nachschubprobleme bekommen. Die Truppe ziehen wir ebenfalls zurück nach Lynkestis. Oder ziehen wir sie sicherheitshalber zur Goldmine. Nicht, dass uns dort dann nochmal sowas passiert. Wir werden sie jetzt mal bei der Goldmine behalten. Ja. So, jetzt haben wir plötzlich doch Eisen. Und das heißt, wir können doch Bragitai. Ne, das hatte ich schon gemacht. Wir hätten doch eine der Einheiten, bei denen ich jetzt Selbstheilung gemacht habe. Die hätten wir doch reparieren können. Kann man das nochmal zurücknehmen? Nein, kann man nicht. Die Entscheidung ist getroffen. Nun gut, dann haben wir immer das nächste Mal genug Eisen, um das zu tun. Damit dürften wir alles bewegt haben. Die sind hier noch. Ah, wartet mal. Argyros her. Können wir hier noch was machen? In der Tat. Aber hier geht nur Selbstheilung oder wir bringen sie ebenfalls zurück. Wobei, da haben wir das nächste Mal eh mit der Kavallerie noch zu tun. Dann können die auch hier Selbstheilung machen. Gut, dann sollte es das gewesen sein. Diplomatisch gibt es im Moment keine Optionen. Handel. Stimmt, Handel hatten wir einen Einflusshandel verloren. Da werden wir mal gucken, ob wir einen anderen finden, mit dem wir Einfluss handeln können. Bojotien. Sie wollen. Okay, sie können Steine, Nahrung oder Wissen geben. Steine ist inzwischen eigentlich kein so großes Problem mehr, aber ich denke, ehe das verfällt, nehmen wir es trotzdem. Wir machen ihnen mal dieses Angebot. Zweimal Einfluss, zweimal Steine. Und Überfallrisiko ist gering, das ist schön. Das ist, wir gehen mal hier noch ein bisschen höher und dann fragen wir mal an. So. Dann hätten wir unseren Teil getan und werden auch diese Runde beenden. Ich hatte gar nicht bei den Ressourcen geschaut. Ja, es ist wieder 11,5 runtergegangen. Hier hat sich nichts verändert. Solange dort im Osten die Hoplitentruppe so stehen bleibt, ist das in Ordnung, weil die ist nicht angriffsfähig. Diese Hopliten der Athener. Damit bin ich ganz zufrieden, wenn wir diese auf diese Art und Weise in Schach halten. Tja, und der General von Chalkidike, der dort bei uns immer noch hin und her reitet. Ich weiß nicht, da haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen verkalkuliert. Oh, eine zweite Einheit von Athen kommt. Das ist natürlich schlecht. Boah, aber wir konnten sie besiegen. Wir konnten 1000 Mann vernichten. Oh mein Gott, was für ein großartiger Erfolg. 400 gegen 1000. Oh, bei nur 54 eigenen Verlusten. Schaut euch das an. Wir haben plus 40% Befestigungsbonus, plus 30% Bereitschaftsbonus, weil wir uns nicht bewegt haben. Und dann plus 20% Terrainbonus. Nur die Moral gegenüber Athen ist nicht besonders gewesen. Aber dennoch, ein großartiger Sieg. Toll.
Ich bin begeistert. Das war wichtig. Ah, da haben sie also tatsächlich eine weitere Armee entweder gebaut oder hingebracht. Okay, Dardanien greift dort unseren frischen Krieger an, aber das ist nur ein Unentschieden. Drei Verluste auf unserer, 14 auf ihrer Seite, da ist nicht viel passiert. Die Frage ist, ob sie nochmal angreifen können. Aber ihnen sollten langsam die Truppen ausgehen, habe ich das Gefühl. So, Thessalien Ferrei ist mal wieder am Start. Und killt den Gegner dort in Chalkidike. Und damit ist die Reihe wieder an uns. Und eine weitere Fraktion verschwindet. Actinia ist besiegt worden. Die haben wir bisher überhaupt nicht beachtet, spielten keine Rolle. Insofern keine weltbewegende Nachricht. Werdet ihr dem Königreich der Odrysen den Frieden anbieten, weil Ätolien das will? Nein, das werden wir nicht. Viel entscheidender ist nämlich, dass die Odrysen mit all unseren drei Nachbarn im Krieg sind und dementsprechend wollen wir auch im Krieg mit diesen sein. Okay, wir kriegen ein Angebot, ein Stein, ein Eisen gegen ein Gold. Nein, Gold ist wirklich knapp, auch wenn wir natürlich Eisen gebrauchen könnten. Aber wir haben zu wenig Gold, müssen wir ablehnen, diesen Vertrag. Das wurde wiederum akzeptiert. Einfluss gegen Stein, sehr gut. Amphipolis, da fliehen die Bewohner, sind unzufrieden. Möglicherweise wegen der Kämpfe, auch wenn sie so siegreich waren. Nach so einem Sieg würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Zufriedenheit mal ansteigt. Sie ist auch ein bisschen angestiegen. Aber schaut mal, was ist denn das? Wahnsinn. Minus 47% Auswirkungen Armeegröße. Warum steigt das immer weiter an? Es kann natürlich sein, dass die Armeegröße aus der tatsächlichen Mannstärke unserer vorhandenen Truppen berechnet wird. Was die Zufriedenheit betrifft. Das heißt, nicht die Einheitenzahl ist relevant, sondern wie viel wirklich netto effektiv in den Armeen dienen. Und da wir ziemlich viele Verletzte im Moment haben, vielleicht ist das von Nachteil. Ich weiß es nicht. Ansonsten beunruhigt mich diese Situation wirklich weiter. Wie sieht es aus mit dem Getreide? Plus 7,8. Wir handeln. 4,2, das passt eigentlich. Die anderen Ressourcen sehen gut aus, alles klar. Ja, dann beenden wir erneut erstmal diese Folge im Frühling 354 vor Christus und schauen mal, wir mit unseren Helden hier das nächste Mal machen. 1,9, 1,5. Ob wir sie zurückführen, ob wir sie hier stehen lassen. Spannende Frage, aber auf jeden Fall haben wir den Athenern erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Also, in diesem Sinne. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.